Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn die Frau Ministerin diesen Gesetzentwurf als gute Nachricht hier bezeichnet, dann zeigt das einmal mehr, in welcher Parallelwelt diese Regierung lebt. Wir wollen uns mal die Genese dieses Gesetzentwurfs vor Augen führen. 2019 im Koalitionsvertrag war davon die Rede, dass das Landespflegegeld überprüft und gegebenenfalls angepasst werden sollte. Wie wichtig Ihnen dieses Versprechen war, sieht man daran, dass es mehrerer Initiativen der Opposition, ich glaube, es gab mindestens drei, gab und Initiativen der Verbände, bis sie dann schließlich drei Monate vor Ende der Wahlperiode diesen Gesetzentwurf vorlegen. Und der ist wirklich der sprichwörtliche Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Denn führen wir uns mal vor Augen, wie es aussieht. Was Sie vorhaben, ist eine Erhöhung um etwa in diesem Jahr um 2 Millionen Euro, in den folgenden Jahren um 1,4 Millionen Euro. Sie sind also bereit, für einen betroffenen Kreis, der seit 2018 keine Erhöhung seiner Gelder hatte, 0,01% des Haushaltes aufzuwenden. Das ist natürlich eine grandios gute Nachricht für die Betroffenen. Mit dieser Erhöhung, Frau Nonnemacher, gleichen Sie nicht einmal die Inflationskosten aus, die seit 2018 angelaufen sind. Von Verbesserung kann überhaupt nicht die Rede sein. Mit dieser Erhöhung bleiben wir weit unter dem Durchschnitt, bleiben wir noch weiter unter Berlin und bleiben wir selbst unter dem Durchschnitt der Ostländer. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Ministerpräsident und der Minister Steinbach feiern sich noch gestern und vorgestern in diesem Plenum für das Boomland Brandenburg, für die großartigen wirtschaftlichen Erfolge. Boomland Brandenburg, und Ihre Zuwendung besteht darin, dass Sie hier nicht mal kaum die Inflation ausgleichen. Das ist wirklich außerordentlich schäbig. Das ist wirklich ein Gesetzentwurf. Da hätten Sie besser gar keinen eingebracht als solch einen Gesetzentwurf. Der Spielraum, und dass der Spielraum da ist für andere Erhöhungen, für tatsächliche und wirkliche Verbesserungen, das sehen wir auch daran, wofür Sie das Geld im Nachtragshaushalt ausgegeben haben. 18 Stellen für den Verfassungsschutz, den der Innenminister, Frau Präsidentin, mit Verlaub, der hier Lügen dem Landtag auftischt, zu seiner Privatstasi ausbaut. 18 Stellen auch für das Ministerium, 18 zusätzliche Stellen für das Ministerium Nonnemacher. Herr Abgeordnete Dr. Bernd, das mit den Lügen hatten wir gestern schon geklärt, und ja, Privatstasi ist auch kein Wort, was hierher gehört. Gut. Und ich denke auch, dass Sie das nicht ernsthaft so meinen werden, dass Sie das jetzt nur übertreiben, um möglichst eindrucksvoll zu reden. Also bitte bleiben Sie bei einer Formulierung, der Angemessenheit dieses Raumes entspricht. Den der Verfassungsschutz zu einer Institution ausbaut, die mehr und mehr der Stasi gleicht. Nicht das Gleiche ist. 18 Stellen nochmal, wichtig, für das Ministerium Nonnemacher. Und offensichtlich reicht es nicht aus, die Spitzenkandidatin der Grünen hier als Staatssekretärin auf Dauer zu versorgen. Da gibt es offensichtlich noch weiteren Bedarf bei den Grünen. Dafür haben Sie Geld. Das sind Ihre Prioritäten. Und für die Blinden und Tauben bleibt es bei Krumen und Brosamen. Sehr geehrte Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? Natürlich, gerne. Frau Abgeordnete Bessin, an Mikrofon 7, bitte. Danke. Lieber Herr Bernd, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war gerade etwas erschrocken, wie die Landtagspräsidentin versucht hat, Sie in Ihrer Rede zu zitieren. Wie bewerten Sie das, Herr Bernd? Also eine Kritik an der Landtagspräsidentin zieht sofort einen Ordnungsruf nach sich. Nein. Aber die Frage geht jetzt an Herrn Dr. Liebe Kollegin Bessin, ich weiß, Sie wollten mir die Gelegenheit geben, zu sagen, wie sehr ich die Landtagspräsidentin schätze, und ich nutze diese Gelegenheit sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, wir könnten der Welt ein Beispiel geben, wie wir die größtmögliche Hilfe für diejenigen leisten, die das Schicksal besonders hart hat. Aber Ihre Empathie, Frau Nonnemacher und sehr geehrte Damen und Herren der Koalition, sie beschränkt sich offensichtlich auf Asylanten, auf Menschen mit absonderlichem Sexualverhalten und auf ihre eigene Klientel. Sehr geehrte Damen und Herren, Ein Ministerium, das einen solchen Gesetzentwurf für diese betroffenen Gruppe vorlegt, das sollte nicht Ministerium für Soziales, sondern für Unsoziales heißen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.